Ja, was geht ab, Friends? Herzlich willkommen zu einer neuen Reaction. Wir reagieren auf das neueste Video, ja? Von den Jindawis, ja? Und zwar auf das neueste Video. Boah, mein PC hängt mal wieder sehr gut. Imani schafft alles. Let's go. Er ist so süß, ne, Bruder? Päh, Diddy oder was? Päh, genau wie ich, zwei Kinder oder was? Päh, Kian oder was? Päh, Kinder einfach gleich halt. Elisa Imani gleich halt. Kian und Ida gleich. Päh. Also Mini, wa? Ja, sie meinte auch. Er ist fast ein Kilo leichter als Imani auf die Welt gekommen ist. Also ist er Mini, Mini. Mini, Mini. Imani, alles okay? Wohin rennst du? Komm her! Wo bist du hingerannt? Hey, Imani? Wo ist denn Imani? Richtige Kokomelen-Videos. Hat jemand Imani gesehen? Hast du Imani gesehen? Mann, wo ist Imani? Verschwunden. Leute, könnt ihr Imani sehen? Leute, ich sag euch ehrlich, große Wohnungen sind so schön, du hast voll viel Freiraum, dies, das ist immer so cool, ne? Aber dieses Aufräumen, du musst heute mein Wohnzimmer staubsaugen. Wie fuck das ab, Bruder? Wie sehr fuck das? Bruder, das Hanke, das hört nicht auf, so viel Staub, dies, das hört nicht auf, Digga. Imani, mach mal Piep. Hä? Mach mal Piklabo. Wieder, Walla, macht er gleich Freischuss wie Ronaldo, oder was wieder steht? Pups mal. Da ist Imani! Imani hat Haare wie ich, la? Wir haben so Haare, Digga. Aua. Imani, was sagst du dazu, dass dein Bruder endlich da ist? Ich freue mich. Du freust dich? Ja. Okay, ich habe eine Frage. Was? Hat Nidal Zähne? Nein. Gibt kein Kian, Mann, der labert nur. Seid nicht so gleichgläubig. Alurik, ach was? Nein. Ist denn jetzt so, dass sie diesen Prank schon aufgelöst haben? Ach was, Lorik? Nein, was ist das denn? Kann Nidal laufen wie Imani? Nein. Kann Nidal springen wie Imani? Nur ich. Nur du kannst springen? Ja. Also heißt das, dass Nidal auch nicht mitkommen kann, wenn du und ich jetzt... Bitte schick diesen Lorik mal an irgendeine Harvard-Universität, Digga. Der muss da studieren, Bruder. Ins Aquarium gehen. Er muss hier bleiben. Und was sollen wir noch machen? Gar nichts. Nur zu den Fischen? Ja. Da ist auch ein Hai. Und du essen die. Ich esse wen? Die Haie. Ich soll die Haie essen? Ja. Komm. Komm. Here we go! Luisa, wir sehen uns. Wir gehen ins Aquarium. Nidal ist schon gut. Ich liebe ihn auch. Aber meine Prinzessin ist Imani. Ich bleibe hier. Ich habe leider nicht mitbekommen, was da für ein Hate rumging. Also was heißt leider? Ich habe diese Szene nicht mitbekommen mit, Leute haben wohl irgendwie unnötig rumgehatet, dass Luisa wohl gekocht hat. Wallah, Billa, ich habe das nicht verstanden. Einer sagt zu mir, ja, die werden gerade gehatet, weil Luisa gekocht hat. Ich so, wie? Weil die gekocht hat? Eigentlich wird man doch gehatet, wenn die Frau nicht kocht. Und da haben die irgendwie gesagt, die wurde gehatet, weil die wohl nach der Schwangerschaft einen Tag danach gekocht hat, wenn man das wohl nicht darf. Das habe ich nicht verstanden. Das habe ich auch leider nicht gesehen, Digga. Ich hätte gerne mal darauf reagiert. Wollen wir nicht auf Mama warten? Mama kommt doch nicht mit. Warum? Sie bleibt zu Hause mit Baby Nidal. Also versteht mich nicht falsch. Mit reagieren drauf meine ich. Guck mal, ob die jetzt ihre Kinder zeigen, ob die, der Partner gezeigt wird, was auch immer. Das ist alles deren Sache. So. Dazu sage ich nichts, kann ich auch nichts, ist nicht meine Sache, ist nicht meine Angelegenheit. Aber dass irgendjemand sagt, Luisa musste einen Tag, nachdem die aus dem Bett rauskam, ne, aus dem Schwangerschaftsbett da, einen Tag danach musste die kochen, für ihren Mann, für ihre Kinder, wie auch immer, warum macht das der Ehemann nicht? Ey, Bruder, daran merkt man, diese Generation, diese heutige Zeit, ne, die ist so am Arsch, die sind alle so, wie soll ich sagen, nicht unterentwickelt, die sind also Mimimi, so diese Frauen, die wollen, glaube ich, nichts mehr machen, so seid ihr, glaube ich, geworden. Natürlich nicht jetzt hier an die Frauen gemeint, so an die Frauen gemeint, die sich darüber aufreden. Bruder, unsere Mütter, Bruder, die haben drei Kinder hintereinander gebärt, Bruder, die sind zack, zack, zack gekocht, das, Bruder, die hatten nicht mal eine Stunde Zeit, nach der Geburt sich auszuruhen, Bruder.
Ja, ne, vergleich mal die Zeit mit früher, Bruder, so sind die Frauen. Frauen sind Powerfrauen, Bruder. Frauen sind die Stärke. Eine Frau ist stärker als ein Mann. Vielleicht nicht von der Kraft, um etwas zu stemmen, aber mental, physisch, Bruder. Eine Frau hat ganz, ganz andere Stärken, Bruder. Und das ist das, warum Mütter Kings sind, Digga. Und das können wir Männer nicht, Bruder. Eine Mutter kann mal eben aus diesem Bett aufstehen und kochen. Und weitermachen, wie als wenn nichts wäre, Digga. Deswegen, diese ganzen Frauen, die scheiße labern von wegen, oh, wie kann die nur aufstehen? Wie kann der Mann die zwingen zum Kochen? Bla, bla, Bruder, halt die Schnauze. Ihr seid diejenigen, die von diesem Ben Rice, kennst du diese orangene Benny's Rice, dieser Reis von Ben? Ihr kauft diesen Reis, tut in die Mikrowelle dieses Essen, macht ihr. Ihr kauft diese Fix Maggi 5 Minuten Nudeln, Digga, wo ihr Wasserkocher Wasser reintut, Digga. Solche Leute seid ihr. Natürlich nicht an Chat gemeint. Ich meine damit jetzt an die Leute, die im Internet tot haten, weil die gekocht hat, Digga. Wir haben auch Onkel Bens Reis, ja, diese. Genug zu essen für dich mit. Eine Orange und eine Banane. Und ein paar Nüsse. Aber nur du darfst sie essen, ich nicht. Warum? Weil ich faste. Heute ist doch Ramadan. Ramadan? Ja, das heißt, ich darf nichts essen und nichts trinken, bis die Sonne untergeht. Leute, wir sind angekommen. Wir sind da, gleich geht's los, gleich geht's los. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Nein, mal euch als Chat greife ich nicht an. Wenn ich sage, ihr, ich rede in die Kamera so, dass ich halt zu denen rede, die auf TikTok und überall, wo das viral ging, wo die das, wo die diese Scheiße gelabert haben, ne? Dada! Bist du bereit? Ja! Yeah. Let's go! Let's go! Imani, wir müssen uns beeilen, gib mir deine Hand. Chicken, danke, chicken, danke! Bravo, sehr gut gemacht. Das sind aber kleine Fische, oder? Ja. Meinst du, wir finden größere? Oh, Baba! Die Fische sind schon ein bisschen größer, oder? Das sind die großen. Man muss aber eins sagen und eins ihnen lassen. Dieses Verhältnis zwischen Eltern und Kind, das ist das beste Verhältnis, was ihr bei denen sehen könnt. Das ist das Beste, was die machen. Dieses zum Thema im Internet präsentieren, dazu sage ich nichts. Da hat jeder seine Meinung. Aber auf jeden Fall, wie sie dieses Verhältnis pflegen, diese Beziehung, wie sie mit den Sachen unternehmen, wie die Imani fördern, wie schnell sie angefangen hat zu sprechen und mit ihnen zu kommunizieren und was auch immer. Und da muss man sagen, das machen die richtig brutal, Digga. Dieses Kind braucht keinen Kindergarten. Oh, das sind große Fische. Bruder, unsere Eltern. Schmeiß dein Kind in die Ecke. Gib dir ein bisschen Spielzeug, irgendwas zum Kindergarten. Keine Zeit, Bruder. Eltern müssen kochen, Telefon, hallo, mit Verwandten, Heimat, hallo, Suppe machen. Weißt du, wie das heißt? Brauchen. Ja. Den hatte ich einmal vor mir im Wasser auf den Seychellen. Ja. Leute, das war einmal vor mir und hat mir irgendeiner gesagt, wenn der dich piekst oder der kann dich stechen, das ist gefährlich. Ja, ja. Ich dachte, das ist Spaß. Das ist echt so? Du kannst davon sterben. Wallaha. Dieser eine Typ ist doch gestorben. Ich bin sofort... Wallaha? Dieser, der damals so Dokus und so gemacht hat. Weiß ich nicht. Bruder, ich habe einen vor mir, hab ich ihn direkt abgehauen, ne? Wir hatten in Seychellen richtig viele. Das ist voll behindert, Digga. Du kannst ja gar nicht schwimmen. Richtig gefährlich. Mantarochen, Digga. Ich meine, wie geht's? Ja, denkst du dich. Was? Was ist das? Eine Kerze. Eine Kerze? Für wen? Der Baba. Dankeschön, aber was soll ich damit machen? Happy Birthday to you. Happy Birthday to you? Haben wir ein Feuerzeug? Nein, das ist keine normale Kerze. Das ist Deko. Hä, ist sie da noch schwanger? Oder? Ich glaube schon, oder? Hä? Deko. Deko? Ich meine, kannst du das Licht da hinten ausmachen? Hier oben kann man sie nicht ausmachen. Man muss den Knopf drücken. Hier ist der Knopf. Ich hab dir gesagt, du sollst die Lampe ausmachen, nicht an. Ich mach sie wieder aus. Oh no! Geh nicht an! Wo geht sie? Hä, worum geht sie? Was hat sie schon wieder im Kopf? Hey Leute, Kinder können so hyperaktiv sein, das ist nicht normal. Alles okay?
selber. Falla, jetzt habe ich eigentlich das sogar noch gut, ne? Falla, Elisa, die wirklich, die reißt die Bude hier ein. Imani, komm mal her, komm mal her. Ich habe eine Überraschung für dich. Komm her, ich sag's dir. Was? Wer ist deine Lieblingsprinzessin? Imani. Mann. Ich habe eine Überraschung. Was denn eine Überraschung? Wow. Ich meine, ihr geht jetzt im Spiegel gucken. Aber was soll das sein? Diese Cinderella oder so. Cinderella? Irgendwie so. Elsa, Anna, diese? Ja, ja, diese Dings. Sowas, ne? Ja. Let it go, let it go. Das war Cinderella. Nein. Eiskönigin. Na, Eiskönigin. Elsa, ja, 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 stimmt. Let it go. Wallah, ich verwechsel die alle. Ich hab einmal, Elise hatte Stiefel an von Elsa und Anna. Und ich hab drauf geschrieben Cinderella. Alle haben mich tot gehatet. Oh mein Gott, das ist Elsa und Anna. Wie kann man das nicht wissen? Boah, die haben mich alle beleidigt. No. Wir sind auf dem Spielplatz. Ich hab das nicht. Imani, du musst jetzt was lernen, okay? Sag niemals in deinem Leben, ich schaff das nicht. Du musst immer sagen, ich schaff das. Ich schaff das. Genau, geh weiter. Weiter. Immer, immer weiter. Ich schaff das niemals. Imani, doch, du schaffst das. Ich will, dass du immer sagst, ich schaffe alles. Ich schaffe alles. Ja, alles. Ich schaffe alles. Ja, ja. Kletter hoch, kletter hoch. Warte, Imani, ich komm auch. Oh, das ist sehr eng hier. Warte, ich hab alles. Warte, Imani, warte auf mich. Luisa, Luisa, alles klar? Here we go. Imani, warte auf mich, warum gehst du? Ja, Kinder können nicht jeden Tag dasselbe machen. Die wollen jeden Tag dasselbe machen. Aufstehen, frühstücken, rausgehen, Spielplatz, nach Hause kommen, Nickerchen, Wohnung auseinandernehmen, abends schlafen. So ohne mich. Du hast eine große Rutsche, aber ich oder du, ich. Warte, warte. Imani! Imani! Ey, diese Verräterin. Sie rutscht einfach ohne mich. Ich hab dir vertraut, Digga. Ich hab dir vertraut, Digga. Leute, wir gehen ins Hotel. Kommst du mit ins Hotel? Ja. Ich will auch ins Hotel kommen. Du willst auch ins Hotel? Max, ich hab den selben Staubsauger. Weiß, hast du gesehen? Was? Mile, ich hab den selben Staubsauger. Achso, ja, ja. Der Rote ist ja weg, der wurde ja leider... Ich will auch... Beschlagnahmt von CSI. Den hab ich auch. Hotel kommen. Du willst auch ins Hotel kommen? Ja. Hm, wollen wir da schlafen? Ja. Warum Hotelland? Der Teppich. Der Teppich ist gut. Leute, ich brauche auch einen neuen Teppich. Ich ändere meinen Teppich, diesen schwarzen im Wohnzimmer. Da gibt's Treppen, ja. Stimmt, wir waren einmal da. Kannst du dich erinnern? Hm? Dann kommt, lass uns losgehen. Let's go. Mila, was machst du da? Akinator. Was ist Akinator? Akinator, das kenne ich, der hat mich auch gefunden. Kennst du das noch? Akinator ist so, du denkst an einen Superstar und er stellt dir Fragen. Und wer ist ein Superstar jetzt? Wen suchst du? Luisa. Hat deine Figur einen berühmten Ehemann? Ja. Hat sie einen berühmten Ehemann? Ja. Ich bin noch nicht berühmt. Doch. Nein, Mann, ich bin nicht berühmt. Michael Jackson ist berühmt, nicht ich. Lebt deine Figur in Berlin? Ja, die Figur lebt in Berlin. Hat deine Figur ein Haustier? Hat die Figur ein Haustier? Nein. Hat deine Figur eine Tochter? Ich glaube, sie hat eine Tochter, ja. Luisa! Luisa, du bist ein Star! Luisa, komm. Fitnesshotel? Natürlich doch. Was hast du auf dem Kopf? What's going on here? Ein Spang von die Mann. Ey, Bruder, wo ist denn die da? Ach, da, das ist nicht. Ja. Ist das nicht da? Ja, ja. Ich wollte gerade sagen, Digga, die ganze Zeit den nicht gesehen. Anni. Die ist aber cool. Wir kommen auch ins Hotel. Du kommst auch ins Hotel? Ja! Komm! Ey, wir sind im Hotel! Nidal weint, Nidal weint. Ey, was ist los? Luisa, warum weint er? Ich glaube, er hat Hunger. Bringt ihn einen Döner! Bringt ihn einen Döner! Ein Döner! Was soll ich jetzt Döner holen? Wir haben keinen Döner, was sollen wir ihm geben? Das erinnert mich ein bisschen an Berlin, Digga, unsere Unterkunft da. Thunfisch! Thunfisch! Es gibt keinen Döner, es gibt nur Thunfisch. Er ist doch kein Thunfisch. Das ist natürlich Spaß, Leute. Babys trinken nur Milch. Leute, das ist unser Lieblingshotel. Hier gibt es zwei Etagen. Einmal hier unten und einmal da oben. Hier unten schlafen Luisa und Imani. Oben schlafe ich und Mila. Warum aber? Ey, 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 Leute. Karl, versprech bitte nicht ins Berlin oder so. Doch, doch, vertraut mir. Das reicht jetzt. Ab ins Vertraut mir. Ins Bett. Nein!
Was nein? No! Komm her, komm her, komm her! Ab ins Bett, Imani! Mila, sag Imani, dass ich schlafen muss. Imani, geh sofort schlafen. No! Sofort! No! Ey, Luisa, wie geht's dir ein paar Tage nach der Geburt? Mach dir keine Sorgen um mich, ich bin wieder fit. Ey, du, was machst du hier? Was ist das? Eine Knete. Eine Knete? Darf ich mit dir kneten? Ja. Was sollen wir kneten? Eine Ente. Ich knete jetzt eine grüne Ente für dich. Eine grüne? Grün mit lila Augen. Das ist der Kopf. Was ist das? Mokro, ja, ich wollte echt einiges, Wallah. Guck mal, diese asiatischen Süßigkeiten, die hole ich noch. Und Berlin machen wir nach Ramadan, safe. Und Marokko machen wir im Sommer, Digga, mit Abdel. Dann noch einer, der kennt den nicht. Und dann mal gucken, wer von den Jungs noch mitkommt, Digga. Marokko steht auch fest. Ja, und Beijing da wohl, wenn wir in Berlin sind. Das und genau, Berlin natürlich auch, wenn wir in Berlin sind. Unsere Ente. Zeig mal den Leuten die Ente. Hier ist unsere Ente, Leute. Sabr, Leute, Sabr. Hier ist unsere Ente, Leute. Und wie wollen wir sie nennen? Mia Mayo. Die Ente heißt Mia Mayo. Hey, Mila? Ja? Ich habe gehört, du hast einen Wunsch. Was ist dein Wunsch? Ich will ein neues Handy. Ich will auch ein Handy. Du willst auch ein Handy? Ja, ein Mini-Handy. Digga, sag euch ehrlich, also ich habe mein iPhone 13 Pro Max. Ich könnte auch ein 15 holen, aber ich bin todeszufrieden damit, Digga. Ich verstehe diese Leute nicht, die jedes Jahr aufs Neue ihr Handy wechseln müssen, also updaten müssen, Digga. So, wo ist der Unterschied jetzt? 14, 15, ist doch alles dasselbe, Digga. Was willst du denn für ein Handy? iPhone 13. iPhone 13? Ja. Gehst du Osan zu? Ja, Mann, den Döner wollten wir auch testen von Osan. An die, die ihn nicht kennen, ist ein YouTuber, der einen Dönerladen oder ein Dönerwagenladen Imbiss, so was ganz Kleines aufgemacht hat. Das machen wir safe, safe. Ja, machen wir. Bist du jetzt? Fast 10. Fast 10? Okay, dann warte noch 5 Jahre, dann bekommst du auch ein Handy. Gib mir einen guten Grund, warum ich dir ein Handy holen soll. Weil ich habe eine einzelne Matte. Du hast eine einzelne Matte? Von Handy würde ich abraten bei Kindern. Ja. Okay, dann stelle ich dir jetzt eine Aufgabe. Wenn du die richtig beantwortest, kaufe ich dir morgen ein Handy. Okay. Und mir auch ein Handy drauf. Ich finde, das Handy bei jungen Kindern raubt ihnen so die Kommunikation mit den Menschen, mit den Freunden und einfach halt so diese Kommunikation zu der Außenwelt. Wisst ihr, was ich meine? Früher, wir hatten gar keine Handys und wir haben gesagt, morgen 15 Uhr da und da. Zu den Typen nach Hause gegangen, geklingelt, ey, kommst du runter? Ich muss euch das nicht erzählen, ihr kennt diese Zeit. Alle von 1990 bis 2000, ihr kennt diese Zeit, das war die geilste Zeit überhaupt. Ich muss sagen, wir sind echt, alhamdulillah, in der besten Zeit aufgewachsen, Digga. Und ich hatte selber mein erstes Handy erst mit, glaube ich, 16, habe ich mir selbst erarbeitet, Digga. Und ich war froh, dass ich nicht vorher ein Handy hatte, weil dieses Handy, Digga, wenn ich die Kinder heutzutage sehe, ich sehe manchmal kleine Kinder kommen zu mir, ey, können wir ein Bild machen, da packt sein iPhone raus, hat ein besseres iPhone als ich und er macht mir ein Selfie, Digga, und das ist 10, 11 Jahre. Und ich sage dann so, ey, du hast schon ein Handy? Der so, ja, Mann, der hat Spiele drauf, Apps, TikTok, das. Der kriegt voll den Internetkonsum, diese ganzen dreckigen Videos auf TikTok, so sein Brain wird gewascht, Digga, und ja, das ist wirklich fatal, fatal, wirklich. Das Schlimmste, was ihr machen könnt, ist den Kindern iPad, Handy und so weiter zu geben. Wallah, tut das bitte nicht. Die Aufgabe ist 117 mal 117. Warte. Kommt mit, ich zeig euch, wie man schriftlich multipliziert. Multipliziert? Dann multipliziere mal. 117 mal 117. 7 mal 7 ist 49. Schreib 9, danke 4. 7 mal 1 sind 7. Plus 4 sind? Also ich kenne die Antwort. Schreib 1, nach 1. Solange Mila rechnet, dann... 117 mal 100. 13.689, Leute. Ich glaube, oder? Oder habe ich falsch gerechnet? Das ist das Ergebnis. Nur damit ihr Bescheid wisst. Ich bin ein Inder, Bruder. Bande, Gande, Bande, Juli, Digga. Zu viel Butter Chicken gegessen, ne? Was ist die Zeit? Sind nur 8 Minuten vergangen bis jetzt. Oh. 3059? Wie viel? 3059. Richtig! Leute, ich bin Kopfrechnen krass. Also, ich kann meine Augen zumachen. Ich schreibe eine Rechenaufgabe. Joni soll die vorlesen, Bruder. Ruckzuck. Ja! Digga, dieser Beat, der hat einige Zeit bei TikTok komplett auseinandergenommen. Ich hab doch gesagt, ich bin die beste in Mathe. Imani, wenn du diese Matheaufgabe löst, bekommst du auch ein Handy. Pass auf, 1 plus 1. Nein. Versprochen ist versprochen und wird auch nicht gebrochen. Mila bekommt jetzt ein Handy. Ja, ich freu mich. Das ist nicht gut. Erst bekommt Mila ein Handy und dann habe ich noch eine Überraschung für Imani. Sie bekommt auch ein Handy. Was schreibt der Lorik? Los. Warte, wie viel, Joni? Sag, wie viel? 230 mal 75. 230 mal 75. Ja, soll ich das auf Handy? 17.350. Richtig? 52. Verrechnet. Wo gehen wir Handy kaufen? Ich hoffe, du hast das Handy nicht genau vor mein Gesicht gehalten, ne?
dass man mein Gesicht noch sehen konnte. Achso, nein. Bei Apple. Ich kann gar nicht Apple sagen. Ich war vorhin beim Zahnarzt und ich habe eine Betäubung bekommen. Jetzt kann ich nicht mehr Apple. Wallah, ich habe auf Jonas Handy nicht geschaut. Wallah, billah. Sage. Apple. 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 Ich kann nicht Apple sagen. Leute, wenn ihr mich trifft, ne, in real life, kommt, stellt mir diese Matheaufgabe. Wenn ich ihn nicht schaffe, ich gebe euch einen Burger aus. Apple. 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 Das ist es, das ist es, das ist es, was du willst, oder? Andere Farbe, aber. Warum brauchst du überhaupt ein Handy? Einfach so. Handy gucken, Handy spielen, Subway Surfer. Kennst du keinen Subway Surfer? Du willst ein iPhone 13, um Subway Surfer zu spielen? Nein, um auch YouTube zu gucken. Was hat er an der Lippe, da? Wer? Nadel. Nicht gesehen. Oder auch andere Sachen. Wir wollen ein Handy für Mila. An der Lippe? iPhone 13 rosa. Okay. Was kostet? Weiß ich nicht. Was ist das? 729. 729? Ja. Wir wollen kein Handy mehr für Mila. Mila, wir gehen nach Hause, komm. Spaß, wir wollen das. Und in rosa. Ja. Leute, ich bin so aufgeregt. Warum so günstig, 7 Euro? Kostet nicht über 1000, die Dinger? Vielleicht nicht so viel Gigabyte oder so. Okay, Leute, Mila hat ihr... Ich trage auch extra Mathebuch mit sehr gutem Mokro, Sarah. Ihr Handy bekommen, jetzt ist Imani dran. Geil. Gehen wir noch. Alles klar, das war's mit dem Video, Friends.